Aber. Nee, ich fand es. LOL. Habt ihr gesehen, wie schnell er um die Ecke gegangen ist? Hammer geil, ey. Gar nicht buggy. Der fand ich schon krass. Damals. Wenn man überlegt, dass es echt vor 20, vor 23 Jahren war es, glaube ich, oder so. Vor 23 Jahren, sage ich jetzt einfach mal, die Grenze gefallen ist. Das ist schon gar nicht so lange her. Also jetzt im Vergleich mit Geschichte und so. Boah, Alter. Mist, da konnte ich mich nicht mehr muten. Ja, also niesig. Ist nicht gerade leise, muss man sagen. Immer wenn ich in der Schule sitze und niese, heißt dann immer: Ah, Jonas! Und die meisten erschrecken sich dann auch immer so. Finde ich echt lustig, muss man sagen. Warte mal. Kann man das denn nochmal machen? Das soll eigentlich keine Gameplay sein. Tolle Einstellung. Bei Grafik aktiviert. Ich find's gerade nett. Bei Audio wird's ja wohl kaum sein. Ah, nee, warte. Da. Da. Spiegel einstellen. Ich mach den mal so. So. Vorne. So. So. Viertens rechts. So. So. Halt, den machen wir mal, weil so wir hier ein bisschen rumgucken können. So. Boah, wie viel packt denn dieser LKW? Der packt ja so viel wie Scheiße. Alter.
Okay, warte mal. Alter, ey. Das kann doch nicht sein. Ich würde sagen, ich mache mal ganz kurz eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Nee, warte. Nee, komm, ich lasse jetzt einfach mal ein bisschen an. So, da habt ihr gerade einen Framesprung. Einen kleinen. Liegt aber einfach daran, dass ich ganz kurz unterbrochen habe, damit das wieder schön synchron bleibt. Guck mal hier, wie der schön wieder überholen will, hier, wie das nicht hinkriegt. Du überholst mich nicht. Hat er mich auf der Seite überholt? Das war nuts. Zumindest ein anderer hat mich auf der Seite überholt. Hallo, du überholst mich nicht. Der kapiert's einfach nicht. Naja, was wollte ich noch sagen? Ich wollte mal über den Film, ich weiß nicht, ob man kennt, Cloud Atlas, also Wolken Atlas, erzählen. Oh, wir fahren noch Français. Auf jeden Fall, ich fand den Film nicht so geil. Ich will euch nicht spoilern, aber ich glaube, dass ihr ihn eh nie gucken wird. Ich kann es euch auch nicht empfehlen. Kann dann auch euch wirklich nicht empfehlen, ja. Denn, das ist, unglaublich, brutal. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, sowas, ab 12 sein soll, da müsste GTA aber wohl auch ab 16 sein mindestens, oder sogar ab 12. Also wenn dieser Film wirklich ab 12 ist, dann ist das ein bisschen, naja, ist ja auch egal. Ich fand ihn nicht so gut. Mich immer noch überholen, oder? Ja, komm, los, überhol mich noch mal. Komm, komm, komm. Oh. Manu. Das wäre lustig gewesen. So. So, das haben wir auch noch ganz schön hingekriegt. Straßburg. Ich finde, das hört sich so typisch gar nicht französisch an. Hab mich echt verwundert, als ich mal nachgeguckt habe und gesehen habe, das ist ja französische Stadt. Was ich lustig finde, muss man sagen, also ich finde extrem lustig, dass Franzosen kein H, kein H aussprechen können. Naja, ich lache sie nicht aus, ne? Aber ich finde es halt einfach lustig, weil man sich das als Deutscher überhaupt nicht vorstellen kann. Wir können ja so ziemlich alle Laute aussprechen, eigentlich so. Und das kann man sich irgendwie einfach nicht vorstellen. Aber kann man das sehen? Was ist das hier eigentlich? Wieso kippt er denn ständig um?
wird man nicht verstehen. Ich bin der Iveco-LKW, ich bin scheiße. Boah, ey. Fahr doch jetzt mal. Hallo, 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 hallo. Boah, ey, ohne Spaß mit diesem LKW. Ich wollte eigentlich noch mehr Aufträge machen. Als diese einen. Okay, wir müssen hier lang. Wir könnten natürlich auch da abfahren. So, hier gingen gerade alle Lichter an. So, aber an der nächsten müssen wir abfahren. Laut Navi. Kann doch nicht wahr sein, ey, wie schnell der umkippt. So, was fahren wir denn? Schwermetalle. Aha. So, mach Platz. Ich muss hier rein.